Jetzt. Herzlichen Dank, Herr Mischok. Es ist mir ein großes Vergnügen, Sie alle begrüßen zu dürfen von Berlin. Ich bedanke mich ganz herzlich, die Gedenkstätte Alem, für die nette Einladung zur heutigen Veranstaltung. Mein Vortrag über die Besatzungspolitik in Griechenland. Ich bin Grieche. Ich bin ein in Deutschland seit 2016 ansässiger griechischer Historiker, der sich mit der Besatzungszeit in Griechenland besonders beschäftigt habe, auch im Rahmen meines Studiums, meiner Promotion und auch meiner laufenden Habilitation am Lehrstuhl für europäische Geschichte der Universität Regensburg. Ich hoffe, die Lautstärke ist gut und dass Sie ja alle gut hören können. Okay. Sie schütteln alle das Kopf. Sehr gut. Ich teile gleich meinen Bildschirm. Eine PowerPoint-Präsentation, die ich für die heutige Veranstaltung vorbereitet habe. Ich benutze immer Bilder für meine Vorträge. Ist das von allen sichtbar? Okay, so. Sehr gut. Die deutsche Besatzung Griechenlands, 41-44. Die Besatzung Griechenlands während des Zweiten Weltkriegs, der erste Punkt, das man vorbringen sollte, ist, dass um eine dreifache Okkupation ging, nämlich von deutschen, aber auch von italienischen und bulgarischen Truppen. Die Besatzungszeit in Griechenland stellt einen tiefen Bruch in der modernen griechischen Geschichte, sowie auch im Selbstverständnis der heutigen Griechen dar. Und der wichtigste Grund dafür ist im Klartext der Umfang der Verwüstung. Die Last der Okkupation erwies sich im Klartext als enorm, als einfach enorm. Einen Für das Moment, Kla bitte mal, Herr Chandelinos. Da sind jetzt gerade Ja. zwei Leute dazugekommen. Bitte machen Sie Ihre Kamera aus. Bitte machen Sie Ihr Mikrofon aus. Wir sind schon im Vortrag. Okay? Man kann Sie nämlich hören. Dankeschön. Gerne weiter, Herr Chandelinos. Alles klar. Die Last der Okkupation erwies sich im Klartext als enorm für ein kleines Agrarland wie Griechenland, ein industriell unterentwickeltes Land. Die griechische Wirtschaft wurde durch Kriegsmobilisierung, systematische Ausplünderung und auch die Aufwendungen für die immensen Besatzungskosten lahmgelegt. Infolge der Lebensmittelknappheit verhungerten im ersten Besatzungswinter 41-42 nicht weniger als 40.000 Menschen. Etwa 84% der jüdischen Bevölkerung Griechenlands wurden durch Massendeportationen nach Auschwitz vernichtet. Das Land erlebte eine beinahe vollständige Vernichtung seiner Infrastruktur infolge einer systematischen, formell vorangetriebenen Ausplünderung natürlichen Ressourcen und Staatsvermögens, wobei beim Anzug der deutschen Wehrmacht auch noch die letzten verbliebenen Reste systematisch zerstört wurden. Nämlich die meisten Eisenbahnbrücken wurden gesprengt, weit über 80% des rollenden Materials wurde ruiniert oder beschädigt. 73% der Handelstonnage wurden versenkt und fast 200.000 Häuser entweder total oder zum Teil zerstört. Die Erinnerungen an den Krieg sind in Griechenland sehr, sehr emotional beladen und man würde sagen, einige Historiker so das behaupten, dass emotional beladen als in irgendwelchen anderen Land Europas. Als 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, schien es unwahrscheinlich, dass Griechenland zu einem möglichen Kriegsschauplatz werden könnte. Seit 1936 war das Land einem rechtsextremistischen, diktatorischen Regime unterworfen. Der sogenannte Kalte Staatsstreich vom 4. August 1936 hatte den ehemaligen Chef des griechischen Generalstabs, Ioannis Metaxas, an die Macht gebracht, der die Errichtung einer nationalsozialistischen Diktatur nach dem Muster Deutschlands und Italiens als Vision verfolgte. Trotz seiner ideologischen Sympathien und der zahlreichen offenbar faschistischen oder besser gesagt faschistoiden Merkmale seines Regimes, darunter die Abschaffung aller politischen Parteien,
Die rigorose Verfolgung von politischen Gegnern, hauptsächlich Kommunisten und Sozialisten, die Einführung des Kooperatismus in die Agrar- und Industriepolitik und die Bildung einer paramilitärisch auftretenden nationalen Jugend, Ethnikine Olea Elavos, stellte Ioannis Metaxas die traditionell auf Großbritannien ausgerichtete Außenpolitik Griechenlands kaum in Frage. Trotz aller am Vorabend des Krieges wiederholt verkündeten Neutralitätsansprüche waren die geopolitischen Verbindlichkeiten Griechenlands für alle Beteiligten eindeutig. Ein Referent des Deutschen Auswärtigen Amtes kommentierte 38 diesbezüglich, dass, Zitat, Griechenland sich im Fall eines europäischen Konflikts nicht lange würde neutral halten können. Die großen Seemächte im Mittelmeer würden alsbald einen Druck auf das kleine Land zur Aufgabe der Neutralität oder wenigstens zur Hergabe von einzelnen Plätzen ausüben, dem Griechenland sich nicht so lange wie damals würde widersetzen können. Ende des Zitats. Griechenland wurde in den Krieg zwangsläufig hineingezogen, als die Italiener Benito Mussolini in den Morgenstunden des 28. Oktober 1940 durch ein Ultimatum, das Metaxas durch den italienischen Botschafter Emanuele Grazzi persönlich ausgehändigt worden war, die bedingungslose Kapitulation des Landes forderten. Das Ultimatum wurde abgelehnt und noch am gleichen Tag griff die italienische Armee vom albanischen Raum aus an. Zum Erstaunen der ganzen Welt wurden die Italiener bei ihrem Vormarsch nicht nur aufgehalten, sondern mittels eines Gegenangriffs der griechischen Armee nach Albanien zurückgedrängt. Es folgte ein sechsmonatiger Stellungskampf, der im südalbanischen Raum geführt und im In- und Ausland als Sieg der zahlen- und materialmäßig weit unterlegenen griechischen Seite wahrgenommen wurde. Der griechisch-italienische Krieg stärkte das nationale Selbstbewusstsein der Griechen und steht bis heute im Zentrum der kollektiven Erinnerungen an die Kriegszeit, was sich am deutlichsten darin manifestiert, wie Sie hier sehen können, dass der Tag des italienischen Überfalls, der 28. Oktober 1940, der zweitwichtigste Nationalfeiertag der Griechen ist. Und es ist so gefeiert mit Umzügen und Paraden, überall in Griechenland mit Beteiligung des Militärs auch, aber auch für alle Schule verpflichtend und so weiter. Der Überfall auf Griechenland, es ist sehr wichtig, das zu begreifen, dass der Überfall auf Griechenland war keine koordinierte Aktion der Achsenmächte. Mussolini ging aus eigenem Entschluss vor, in der Absicht, seine eigenen imperialistischen Pläne voranzutreiben und seine Eigenständigkeit gegenüber Adolf Hitler zu demonstrieren, wenn nicht ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen. Der griechische Feldzug erfolgte ohne jegliche militärische oder politische Unterstützung Berlins. Adolf Hitler erklärte sich sogar mit dem Angriff nicht einverstanden und brachte gegenüber seinem Achsenpartner seine Empörung zum Ausdruck. Seiner Ansicht nach hatte das Reich keine konkreten Ziele für Griechenland und sollte sich vor allem von den zu dieser Zeit schon angelaufenen Vorbereitungen für das Unternehmen Barbarossa nicht durch andere Einsätze ablenken lassen, so der Angriff auf die Sowjetunion. Erst als das Scheitern Mussolinis in Griechenland sowohl das Ansehen der Achsenmächte als auch die militärische Lage im gesamten Mittelmeerraum zugunsten der Alliierten zu gefährden schien, wurde eine Intervention der Deutschen unerlässlich. Diese Diskrepanz in der Griechenlandfrage stellte den ersten Bruch zwischen den beiden Achsenpartnern, Italien und Deutschland, dar und wurde fortan sowohl ihre Beziehungen zueinander als auch die Gestaltung der künftigen Besatzungspolitik wesentlich prägen. Im März 1941, als der griechisch-italienische Krieg noch im Laufe war, trat Bulgarien dem sogenannten Drei-Mächte-Pakt bei. Nahezu gleichzeitig rückten deutsche Truppen in Bulgarien ein, wobei alliierte Bodentruppen sowie Kräfte der britischen Kriegsmarine nach Griechenland geschickt wurden, um den Griechen gegen die erwartete Invasion beizustehen. Am 6. April 1941, vor etwa 80 Jahren, begann die deutsche Offensive, die zugleich gegen Griechenland und Jugoslawien gerichtet war. Die befestigte Verteidigungslinie an der griechisch-bulgarischen Grenze wurde trotz seines teilweise hartnäckigen Widerstands der griechischen Truppen schnell durchbrochen. Am 9. April wurde die erste griechische Stadt, Thessaloniki im Nordgriechenland, erobert,
und so dann der Weg nach Athen eingeschlagen. Der größte Teil der griechischen Streitkräfte war noch im Abwehrkampf gegen die Italiener an der Epirus-Front gebunden und konnte somit keinen Widerstand gegen die von Jugoslawien aus vordringenden Truppen der 1. SS-Division Leibstandarte Adolf Hitler leisten, die durch eine Zangenbewegung die gesamte griechische Armee an der Epirus-Front eingekesselt hatten. Am 20. April wurde durch den Kommandeur des 3. Armeekorps, Generalleutnant Georgios Tsolakoglu, und den Kommandeur der 1. SS-Division, Josef Sepp Dietrich, hier am rechts dieses Bildes zu sehen, eines persönlichen Freundes von Adolf Hitler, der Leiter der Leibstandarte des Führers, schon vor der Machtergreifung 1933. Zwischen Sepp Dietrich und Generalleutnant Georgios Tsolakoglu, wie gesagt, wurde am 20. April ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet. Nach der Eroberung Athens am 27. April blieb nur Kreta als einziges freies Gebiet und zugleich wichtigste Anlaufstelle für fliehende Soldaten, Zivilisten und Regierungsangehörige, die das Festland evakuiert hatten. Aufgrund seiner großen strategischen Bedeutung bei der Kriegsführung im Mittelmeer war die Insel, war Kreta, vom britischen Oberkommando zum Verteidigungsgebiet erklärt worden und von entsprechend starken Truppen besetzt, nämlich 16.000 britischen, 10.000 griechischen, 6.000 bis 7.000 australischen und etwa 8.000 neuseeländischen Soldaten, darunter ein Bataillon, das ausschließlich aus Angehörigen der Maori oder Truppe bestand. Als Schlüsselposition für den Krieg im Mittelmeer war Kreta auch für die Deutschen ein bedeutendes Ziel und machte den entscheidenden Teil des deutschen Eingreifens in Griechenland aus. Am 20. Mai 1941 griffen rund 15.000 deutsche Fallschirmjäger, eine komplette Fliegerdivision Kreta, aus der Luft an. Die größte Luftlandoperation der Militärgeschichte. Die Deutschen waren nach Zahl der Flugzeuge und anderer Militärtechnik weit überlegen, mussten aber jede im Südosten Europas verfügbare Transportmaschine nach Kreta abziehen, um die Überführungsflüge der Fallschirmjäger zu unterstützen und konnten die Insel letztendlich nur unter sehr hohen Verlusten an Menschenleben und Ausrüstung erobern. Etwa 4.000 Fallschirmjäger sind auf Kreta gefallen. Ein Teil dieser Verluste war den sich bewaffneten griechischen Zivilisten zuzuschreiben, die zur Verteidigung ihrer Dörfer in Partisanengruppen zusammengerufen wurden. Da die deutschen Generäle mit diesem angeblich völkerrechtswidrigen Widerstand der kretischen Zivilisten nicht gerechnet hatten, wurden sofort Befehle zur Vergeltung Sanktionen gegen die Zivilbevölkerung Kretas erteilt, die auf Seiten der Alliierten gegen die Angreifer gekämpft hatten. In mehreren Dörfern, insbesondere im Westkreta, wie in Perivolia von Refimnos, Asterib, Refimni, Kondomari, Alikianos und Kanvanos, war es schon vor dem Ende der Kampfhandlungen zu Rache-Exekutionen gekommen, denen auch Frauen und Kinder zum Opfer fielen. Diese Grausamkeiten waren die ersten Anzeichen einer rigorosen, systematisch implementierten Gewaltpolitik von deutscher Seite, in deren Viren bald das ganze Land verwickelt sein würde. Die ersten Wochen der Besatzungszeit verliefen trotzdem ziemlich ereignislos, was auf die großzügigen Bedingungen des Waffenstillstands zurückzuführen ist. Durch einen Führerbefehl wurden sämtliche griechischen Soldaten und Offiziere nach ihrer Entwaffnung freigelassen, was im Vergleich zu anderen besiegten Ländern einen Ausnahmefall darstellt. Hitler selbst brachte seine Anerkennung der Griechen als Gegner und Kämpfer in seine Siegesrede vor dem Reichstag am 4. Mai 1941 zum Ausdruck. Zitat: Das griechische Volk hat so tapfer gekämpft, dass ihm auch die Achtung seiner Feinde nicht versagt werden kann. Und er ergänzte, dass er als Deutscher, Zitat, eine tiefste Verehrung für die Kultur und Kunst eines Landes besaß, von dem einst das erste Licht menschlicher Schönheit und Würde ausging. Ende des Zitats. Seine persönliche Stellungnahme, welche die auch von Nazi-Theoretikern gepflegte These einer mutmaßlichen Rassenverwandtschaft zwischen Deutschen und Griechen andeutete, ergänzte Hitler durch die wiederholte Versicherung, die Wehrmacht sei nicht als Feind nach Griechenland gekommen. Auch wurde auf die Einführung einer politischen Administration verzichtet, die griechische Staatsverwaltung blieb also intakt. Die deutsche Besatzung Griechenland war und blieb
bis zum vollständigen Rückzug der deutschen Wehrmacht im Herbst 1944 eine im völkerrechtlichen Sinne kriegerische Besatzung, Occupatio Bellica auf Lateinisch. In dieser Courtoisie, die nicht so unehrlich war, spiegelte sich das ziemlich begrenzte Interesse Nazi-Deutschlands an Griechenland wider. Das Land wurde als Einflusssphäre Italiens anerkannt und etwa 3/4 des Festlands und die Ionischen sowie die meisten Ägäischen Inseln wurden der Kontrolle der italienischen Truppen überlassen, wie auf dieser Landkarte zu sehen ist. Mit Rot ist die deutsche Besatzungszone ziemlich begrenzt. Die Blauzone ist die italienische Besatzungszone, etwa 70% des Festlands. Erst nach der italienischen Kapitulation im Dezember 1943 wurde der Befehlsbereich der deutschen Wehrmacht auf ganz Griechenland ausgedehnt. Trotz ihrer tendenziellen Verharmlosung im griechischen kollektiven Gedächtnis war die italienische Besatzung, man muss das irgendwie thematisieren, mit Unterdrückungsmaßnahmen verbunden, hinter denen sich großraumpolitische Planungen zulasten Griechenlands verbargen. Der italienische Außenminister Galeazzo Ciano brachte schon im April 1941 bestimmte territoriale Ansprüche zulasten Griechenlands vor, deren Festschreibung nur von den deutschen Zurückhaltung bzw. Gleichgültigkeit gebremst wurde. Das scheinbare italienische Primat in Griechenland wurde trotzdem auch in anderer Weise von den Deutschen untergraben, nämlich durch die Sicherung aller geostrategisch und wehrwirtschaftlich wichtigen Stellungen wie Thessaloniki im Norden Griechenlands innerhalb dieser roten deutschen Besatzungszone und natürlich Kreta, wie schon vorgebracht, das als Schlüsselposition für den Krieg im Nahen Osten bis zum Juni 1945 von deutschen Truppen besetzt blieb, also über die Kapitulation des Dritten Reichs hinaus. Als dritte Besatzungsmacht traten die Bulgaren auf die Bühne, denen der ganze Raum Ostmakedonien und Thrakien übergeben würde, hier mit grün gefärbt, wo sich die Grenze übergeben wurde von der Naturgrenze der Struma oder Strimonas Fluss bis zum Evros-Gebiet, wo sich der Grenzstreifen zwischen Griechenland und der Türkei erstreckt. Diese Aufteilung Griechenlands führte zu enormen Problemen. Die bulgarische Zone erlebte eine rigorose Politik der ethnischen Säuberung, die in erster Linie eine Bulgarisierung der Zivilverwaltung, des Schulsystems und des öffentlichen Lebens umfasste. Bis zum Herbst 1941 waren gegen Widerstandsaktivitäten und aufgrund Repressalienmaßnahmen von Seite der Bulgaren etwa 25.000 Personen aus ihren Heimatorten ausgewiesen und in die deutsche Zone übersiedelt worden. Hier auf diesem Bild kennen Sie Adolf Hitler mit dem bulgarischen König Boris III. Sehen die Koalition für den gemeinsamen Angriff gegen Griechenland vereinbaren. Im Gegensatz zu ihrer bescheidenen realpolitischen Zielsetzung zeigten die Deutschen enormes Interesse an der Wirtschaftskapazität Griechenlands. Keinen Monat nach dem Ende der Kampfhandlungen wurde die gesamte griechische Bergbauproduktion an Schwefelkies, Eisen, Chrom, Nickelerz, Magnesit, Braunstein und Gold für Deutschland durch Erwerb oder durch langfristige Lieferverträge sichergestellt. Im Juli 1941 wurde eine wehrwirtschaftliche Verbindungsstelle des OKW, Oberkommando der Wehrmacht, eingerichtet, über die zahlreiche Abmachungen zwischen dem Militär und deutschen Konzernen laufen würden, infolge deren dann in allen Banken und in zahlreichen betreuten Betrieben sämtliche Wirtschaftssektoren kommissarische Beauftragte eingesetzt wurden. Die Ausplünderungspolitik ging weit über eine faktische Beherrschung der griechischen Wirtschaft hinaus. Griechenland musste die Kosten seiner Okkupation selbst übernehmen. Nach einer ersten wilden Phase der Zwangsfinanzierung durch Einführung von Kreditscheinen nahm die Ausbeutungspolitik geordnetere Züge an. Im März 1942 wurden die subsumierten echten Besatzungskosten auf 750 Millionen Drachmen oder 12,5 Milliarden Reichsmark festgesetzt. Sie waren von der griechischen Regierung als Abschlagsummen auszuteilen.
Diese Zwangsfinanzierung hatte einen kreditären Charakter, der heute noch bestrittene Bezeichnung als Zwangsanleihe rechtfertigt. Infolge von Nachzahlungen, rückwärtigen Quartierleistungen und der Manipulation des Außenhandelsverkehrs erhöhten sich diese Besatzungskosten ständig. Insgesamt stellte Griechenland in Reaktion auf die deutschen Besatzungskostenforderungen etwa 3.500 Milliarden Drachmen zur Verfügung. Nach einer schon vor dem Ende des Krieges von Experten des Reichsfinanzministeriums durchgeführten sorgfältigen Berechnung der Anlastungen ergab sich infolge der okkupationsbedingten Hyperinflation in Griechenland eine deutsche Verschuldung in Höhe von 476 Millionen Reichsmark nach heutiger Kaufkraft über 10 Milliarden Euro. Die Deckung des deutschen Bedarfs stand in keinem Verhältnis zur eigentlichen Leistungsfähigkeit der griechischen Wirtschaft, die mit unbewältigten kriegsbedingten und strukturellen Schwächen kämpfen musste. Bereits vor dem Krieg konnte Griechenland nur mit großer Mühe seinen eigenen Bedarf an Lebensmitteln und insbesondere an Getreide decken. Der Produktionsausfall infolge der Kriegsmobilisierung und Handelsbeschränkungen im Mittelmeer hatte zur Folge, dass die Lebensmittelreserven bereits zum Zeitpunkt des deutschen Angriffs im Frühling 1941 nahezu erschöpft waren. Die Lebensmittelknappheit zeichnete sich schon im Sommer 1941 ab und trotz mehrerer alarmierender Berichte deutscher Dienststellen, die schon früh von den katastrophalen Folgen der wirtschaftlichen Ausbeutung Griechenlands warnten, schien die griechische Versorgungslage auf deutscher Seite niemanden zu interessieren, und sei es auch nur aus einem realpolitischen Kalkül heraus. Im Sommer 1941 wurde gesetzlich eine strenge Rationierung von Lebensmitteln festgesetzt, während Luxusartikel wie Zucker, Kaffee und Fleisch allmählich ganz vom öffentlichen Markt verschwanden. Von der Lebensmittelknappheit war die Bevölkerung in den Städten am schlimmsten betroffen. Zehn Jahrhunderttausende hatten infolge der Kriegswirren ihre Heimatorte auf dem Land verlassen und in die Städte ziehen müssen, wobei die Aufteilung in Besatzungszonen eine Schockwirkung auf die sowieso schon destabilisierte Wirtschaft hatte. Die von der Kirche, dem Roten Kreuz und einigen philanthropischen Industriellen organisierten Armenspeisungen in Suppenküchen, wie auf diesem Bild zu sehen ist, waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Im August wurden in Athen außer Brot und einer kleinen Menge Reis keine Lebensmittel mehr zugeteilt, und ab Ende September begannen die Menschen auf offener Straße zusammenzubrechen. Vielen blieb nichts anderes übrig, als in der Umgebung der Stadt Gräser und Kräuter zu sammeln, die Abfalleimer nach Essenresten zu durchsuchen oder an den Lieferanteneingängen der großen Hotels auszuharren. Die Hauptstadt Athen bot einen entsetzlichen Anblick. Passanten mussten über sterbende, in Lumpen gekleidete Menschen steigen, die am Straßenrand lagen. Abgemagerte Leichen blieben stundenlang auf den Straßen liegen, bis die LKWs der Stadtverwaltung sie abholten, um sie beim nächstgelegenen Friedhof abzuladen. In den Wintermonaten erreichte die Zahl der Toten einen erschreckenden, bis dato nicht gekannten Stand. Anfang Januar 1942 schrieb ein Offizier des Wirtschafts- und Rüstungsamtes des OKW in Athen das folgende, Zitat: Die Versorgungslage der zivilen Bevölkerung hier ist im Berichtsmonat erneut als katastrophal zu bezeichnen, Hervorhebung im originalen Text. Täglich, auch hervorgehoben im originellen Text, 300 Tote. Da sind 40% über Normalstand, haben Hunger und Kälte an Opfer unter der griechischen Zivilbevölkerung gefordert. Ende des Zitats. Diese besorgniserregende, schwierige Ernährungslage wird auch in der Folgezeit dauernd höchst kritisch bleiben. Unverhältnismäßig hoch waren die Verluste bei Alten, Kranken und kleinen Kindern unter 10 Jahren. Der Anstieg der Kindersterblichkeit wurde in bestimmten Stadtvierteln auf etwa 180% geschätzt. Wie ernst die Lage in Griechenland war, lässt sich am Umfang der Maßnahmen verdeutlichen, die ergriffen wurden. In einem in der Geschichte des Krieges einzigartigen Fall saßen Anfang 1942 beide Seiten, nämlich die Achsenmächte und die Alliierten, Briten und Amerikaner,
am Verhandlungstisch und gelangten zu einer Übereinkunft über ein internationales Hilfsprogramm, das Griechenland buchstäblich am Leben halten sollte. Das Land sollte durch die monatliche Einfuhr von Lebensmitteln aus neutralen Ländern wie Kanada und Schweden versorgt werden. Von der griechischen Gesamtbevölkerung in Höhe von rund 6,7 Millionen Menschen damals sollte etwa die Hälfte, rund 3 Millionen, durch die Lieferungen des Internationalen Roten Kreuzes versorgt werden. Dies umfasste die gesamte Getreideversorgung der Bevölkerung der Hauptstadt und deren Umgebung. Es ist heute unmöglich, genau zu sagen, wie viele Griechen an den direkten oder indirekten Folgen der Unterernährung starben, da es keine Registrierung oder andere offizielle Zählungen der Toten gab, was bis heute zu einer gewaltigen Spannbreite der entsprechenden Schätzungen führt. Die einzig zuverlässige Schätzung basiert auf der Diskrepanz zwischen der Sterblichkeitsraten vor und während des Krieges. Im Dezember 1941, vielleicht der schlimmste Monat dieser Hungersnot, starben in Athen achtmal so viele Menschen wie im Oktober des Vorjahres, so vor dem Krieg, was auf eine Mindestzahl von 40.000 Hungertoten allein in Athen und Piräus schließen lässt. Die Hungertote waren die größte Opferkategorie Griechenlands. Die zweitgrößte Opferkategorie im Besitz in Griechenland war die jüdische Bevölkerung. Das griechische Judentum am Vorabend des Krieges hatte eine lange Geschichte hinter sich und nahm aufgrund seiner kulturellen Vielfalt, die auf die unterschiedlichen Herkunftsgebiete der Zuwanderer zurückzuführen ist, eine absolute Sonderstellung ein. Die größte jüdische Gemeinde bestand 1941 in Thessaloniki im Nordgriechenland. Sie machte mit etwa 56.000 Mitgliedern knapp ein Viertel der Gesamtbevölkerung der zweitgrößten griechischen Stadt aus. Überwiegend waren es sephardische Juden, Nachkommen der im 15. Jahrhundert aus Spanien vertriebenen und später im Osmanischen Reich angesiedelten Juden. Die Gemeinde verfügte über 35 Synagogen, 16 Vereine, 8 Schulen, 2 Waisenhäuser und zahlreiche Bibliotheken. Ihr Gesamtvermögen wurde auf 56 Millionen Mark geschätzt. Es ist kaum verwunderlich, dass Thessaloniki am schwersten von der Vernichtungspolitik der Nazis betroffen war, insofern die Ereignisse der Shoah dort in Thessaloniki hinsichtlich der Planmäßigkeit einerseits und Opferzahlen andererseits im Vergleich zu anderen Landesteilen das größte Ausmaß hatten. Im Februar 1943 wurden die Juden in Thessaloniki zunächst in Ghettos untergebracht und später von einem Sonderkommando des Reichssicherheitshauptamtes in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und Einheiten der Wehrmacht nach Auschwitz-Birkenau massenweise deportiert. 96% der jüdischen Gemeinde dort in Thessaloniki erlebten das Ende des Kriegs nicht. Die Deportation und Ermordung ging einher mit der Auslöschung aller materiellen Spuren der jahrhundertealten sephardischen Gemeinde aus dem Thessaloniki-Stadtbild. Der jüdische Friedhof mit seinen 500.000 Gräbern wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Grabsteine wurden von der Stadt, von der Stadtverwaltung und ihren Einwohnern jahrzehntelang als Baumaterial verwendet. Im Befehl der Deutschen natürlich. Das Gemeindevermögen, einschließlich Immobilien und Geschäfte, wurde geplündert oder durch den Einsatz von Treuhändern ausgebeutet. Sie kennen hier auf diesem Bild links ein älteres Ehepaar von Thessaloniki-Juden mit dem Gelbstern vor ihrem Aussehen, so kurz von der Deportation. Auf dem Bild rechts kennen Sie der noch lebende, Überlebende aus Thessaloniki, Herr Heinz Kunio sehen, einer, der an einer Hand abzählbar noch am Leben jüdischen Überlebenden in Griechenland. Heinz Kunio, der interessanterweise einen deutschen Herkunft hat, einen deutschen Hintergrund hat, mutterseits, stammte aus Tschechoslowakien und er kann auch sehr gut Deutsch. Knapp 8.000 weitere Juden aus den aus byzantinischer Zeit stammenden Romagnoten-Gemeinden Westgriechenlands und der Inseln wurden in einer zweiten Phase, nämlich zwischen März und August 1944, im letzten Besatzungsjahr,
ebenfalls nach Auschwitz deportiert und ermordet. Etwa ebenso viele Juden überlebten untergetaucht durch Flucht in den Nahen Osten oder in den von den Partisanen kontrollierten Gebieten Griechenlands. Im Jahr 1945 lebten laut einer offiziellen Volkszählung des Joint Distribution Committee etwa 10.000 Juden in Griechenland, die sich auf die verbleibenden jüdischen Gemeinden verteilten. Von den etwa 72.000 Juden, die vor Kriegsbeginn in Griechenland gelebt hatten, fanden insgesamt 59.000 in den deutschen Vernichtungslagern den Tod. Im Vergleich mit der Vorkriegsbevölkerung im okkupierten Europa ist diese Zahl einzigartig hoch. Das Ausmaß der Verwüstung, der Ausmaß der Ausplünderungspolitik in Griechenland bedeutete einen politischen bzw. sozialen Umbruch, was den radikalen Charakter des Widerstands prädestinierte. Schon kurz nach Besatzungsbeginn formierten sich erste Ansätze des Widerstands. Als erste Aktion gilt die Entfernung die Runtermachung der Hakenkreuzfahne vom Akropolisfelsen in den Morgenstunden des 31. Mai 1941, so fast einen Monat nach der Eroberung Athen, durch zwei Studenten, die von den Wachen unbemerkt auf den Fels kletterten, das Drahtseil lösten und die Fahne herunterholten. Zum spontanen Widerstand gehörte auch die Unterstützung britischer Soldaten, worüber sich die Achsenmächte schon im Sommer 1941 beschwerten. Sie sprachen von einer mehrheitlich deutschfeindlichen Stimmung in der griechischen Bevölkerung. Auf diesem Bild können Sie diese zwei Leute, die schon erwähnt sind, diese Studenten, die Ritter von Akropolis, Manolis Glesos und Glakisadas. Manolis Glesos ist vielleicht bekannt, ist vielleicht einer der wenigen Griechen aus der Kriegsgeschichte Griechenlands, die einer breiteren deutschen Öffentlichkeit ziemlich bekannt war, nicht zuletzt aufgrund seiner Rolle oder seiner Identität als Mitglied des Europäischen Parlaments, auch als er 90 Jahre alt war. Die ökonomische Anspannung, die in der Hungersnot kulminierte, wirkte verstärkend auf diese Widerstandsbereitschaft und verlieh den Aktivitäten gegen das Besatzungsregime einen sozialen bzw. hochideologischen Charakter. In der Zwischenkriegszeit hatte die Kommunistische Partei Griechenlands, KKÖ, großen Einfluss in den Gewerkschaften besessen und die politischen Spannungen der 30er Jahre zugunsten ihrer Aufklärungsarbeit genutzt. Als die deutschen Truppen im April 1941 in Griechenland einmarschierten, war die Partei durch die langjährige systematische Verfolgung unter der diktatorischen Regierung von Metaxas erheblich dezimiert. Trotzdem gelang es den wenigen Kadern, die nicht eingekehrt waren, am 27. September 1941 die Nationale Befreiungsfront Ethniko Apelefthrotiko Metopo oder EAM zu gründen, eine Widerstandsorganisation, die binnen kurzer Zeit, insbesondere in den Städten, zu einer Massenbewegung anschwellen sollte, viel größer als die anderen nennenswerten Organisationen, wie zum Beispiel die Nationale Republikanische Griechische Liga, EDES, sein Führer Napoleon Servas, links, oder die Nationale Soziale Befreiung, EK, rechts, die nur einen begrenzten Wirkungskreis hatten. In der gesamten europäischen Konstellation des Widerstandsphänomens lässt sich Griechenland den ost- und südosteuropäischen Ländern einreihen, wo neben anderen Formen der Resistance der bewaffnete Widerstand, so der Partisanenkrieg, einen zentralen Platz eingenommen hat. Obwohl die Bildung von Partisanengruppen sich zögerlich vollzog, setzte nach Gründung der ELAS, Ethnikos Laikos Apelefthrotikos Stratos, der militärische Arm der EAM, schon ab Ende 1942 allmählich ein organisierter Partisanenkrieg ein. Hier rechts kennen Sie den Oberbefehlshaber der ELAS, der Nationalen Befreiungsarmee, sehen, Aris Velich, unter der Deckname Aris Velichiotis, eine Schlüsselfigur für die Geschichte des Resistance in Griechenland. Links kennen Sie einen Kupferstrich, eine Zeichnung aus einem RAM-Propagandamaterial sehen. Das bezieht sich direkt auf die
Gesichtsbilder des griechischen Unabhängigkeitskriegs im 19. Jahrhundert gegen die Osmanen. Und es lässt sich diese Kontinuität zwischen den Helden der Vergangenheit und den heutigen Partisanen, den griechischen Partisanen, andeuten. So eine direkte, so die Widerstandskämpfer, auch die griechischen Kommunisten, nahmen direkten Bezug auf die heldenhafte Vergangenheit Griechenlands. Bis Sommer 1943 waren die italienischen Streitkräfte von den sich rasant vermehrenden Partisanengruppen überwältigt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits große Teile des griechischen Hinterlandes unter Kontrolle der Partisanen, die Organisationsstrukturen einer professionellen Armee entwickelt hatten. Hunderte von alliierten Verbindungsoffizieren versuchten, diese Partisanenverbände der verschiedenen Organisationen zu koordinieren und zu Sabotageaktionen zu bringen. Schon vor dem Zerfall der italienischen Macht und der Machtübernahme durch die deutsche Wehrmacht im September 1943 hatte der Krieg gegen die Partisanen einen brutalen Charakter angenommen. Von Anfang an machten die Deutschen keinen Hehl daraus, dass die Bevölkerung, Zitat, gesinnungsmäßig mehr und mehr auf die Seite der Banditen übergeht und sie im Geheimen unterstützt, Ende des Zitats, und dass, Zitat, die Befriedung nur mit politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen gelöst werden kann. Die militärischen Machtmittel reichen dazu nicht aus und werden in der Zukunft noch weniger ausreichen. Ende des Zitats. Mit einer verschärften politischen und militärischen Lage konfrontiert, gingen die neuen Besatzer mit aller Härte vor, mit blutigen Vergeltungsaktionen, die prinzipiell Unschuldige und Zivilisten ungeachtet von Alter und Geschlecht zum Ziel hatten. Ab Oktober 1943 und für das darauffolgende Jahr war das griechische Festland eine Reihe von blutigen Säuberungsunternehmen, so laut der Tätersprache, seinerzeit unterworfen. Alle im Sinne der Tätersprache als Banden verseucht angestuften Gebiete, das heißt drei Viertel des Festlands, waren nach Banditen, Partisanen, Waffen- und Propagandamaterial zu durchsuchen, alle bewaffneten Gruppen zu vernichten und alle Ortschaften, in denen Widerstandskämpfer Unterkunft gefunden hatten, dem Erdboden gleichzumachen. Nach eigenen Angaben haben Angehörige der deutschen Besatzungsmacht, Wehrmacht und Einheiten der Waffen-SS vom Juni 1943 bis zum September 1944 mindestens 25.000 Menschen im Kampf oder als Sühne getötet. Das ist die Mindestzahl der Opfer der Zivilbevölkerung. Einige Aktionen waren selbst für deutsche Verhältnisse besonders grausam. Hier sind zusammengefasst die Grundlagen der sogenannten Bandenbekämpfung in Griechenland. Das bezieht sich auf eine Elite-Division, die erste Gebirgsjäger-Division, die im Westgriechenland tätig war, Westgriechenland, Nordwestgriechenland und Südalbanien tätig war. Alle Bewaffneten werden grundsätzlich an Ort und Stelle erschossen. Im Übrigen, liest man weiter vor, sind alle wehrfähigen Männer. Wehrfähigen Männer heißt zwischen 16 und 60 Jahre alt zu erfassen und als Gefangene nach Ioannina, die Hauptstadt des Bezirks, der Region von Epirus, abzuschieben. Als Geiseln sind festzunehmen alle führenden Personen, das heißt geistliche Lehrer und Bürgermeister. So, sie haften mit ihrem Leben für die Friedlichkeit der örtlichen Bevölkerung. Wie gesagt, waren einige Aktionen selbst für die deutschen Verhältnisse besonders grausam. Was sich herausstellt, ist die Massenhinrichtung der männlichen Bevölkerung in der Kleinstadt im Nordpeloponnes, der Stadt von Kalavrita, am 13. Dezember 1943 im Rahmen eines groß angelegten Unternehmens die gesamte männliche Bevölkerung zusammengetrieben, außer der Stadt zusammengetrieben, auf einem kleinen Hügel, den sogenannten Kapi-Hügel, zusammengetrieben und mit Maschinengewehren niedergemacht. Insgesamt 696 Männer erschossen, 28 Ortschaften, die Kleinstadt an sich, aber alle umliegenden Dörfer zerstört. Zu den grausamsten Merkmalen des Besatzungsterrors in Griechenland gehört auch die skrupellose Massakrierung ganzer Ortschaften, so in Komeno am 16. August 1943 und Distomo
am 10. Juni 1944 von einer Waffen-SS-Einheit. Diese beiden Verbrecher, Comneno und Distomo, werden wegen ihrer Bestialität und eines langjährigen Rechtsstreites bis heute besondere Aufmerksamkeit in der deutschen Öffentlichkeit zuteil. In den von den deutschen Besatzern in Griechenland zwischen 1941 und 1944 implementierte Gewalt lässt den Zusammenhang zwischen der nationalsozialistischen Gewaltideologie und der Rachsucht der Exekutivorgane beispielhaft deutlich werden. Die Vergeltungspraxis hatte eine Eigendynamik entwickelt, sodass die einfachen Soldaten zu keiner Differenzierung zwischen Schuldigen und Unschuldigen verpflichtet waren. Die reibungslose Ausführung der Befehle wurde in erster Linie weniger durch je nach Tat präzise Anordnungen gesichert, sondern durch die Etablierung einer sogenannten, so steht auch in der Literatur, Bandenpsychose, der zufolge jeder Bewohner des besetzten Landes ein mutmaßlicher Partisan sein könnte. Die Realitäten des griechischen Partisanenkriegs machen den griechischen Fall den Gewaltkonzepten an der Ostfront sowie auf dem gesamten Balkan zu Orden war, was Mark Mazower, ein renommierter britischer Historiker, wie folgt zusammenfasst. Zitat: Es handelte sich nicht um einen Partisanenkrieg, bei dem die Aggressionen durch die Spannung und den Druck ausgelöst wurden, dem die Bodentruppen ausgesetzt waren. In der im Entstehen begriffenen neuen Ordnung der Nationalsozialisten, zumindest wie sie sich in weiten Teilen Osteuropas entwickelte, wurde Brutalität nicht nur geduldet oder toleriert, sie wurde ermutigt. Ende des Zitats. Es zeigt sich, dass eine gewisse rassen- und kulturpolitische Verachtung der Griechen in die Befehlsgewalt hineinspielte. Sie offenbart sich unter anderem in zahlreichen Dokumenten offizieller wie privater Provenienz, Berichte, Soldatenbriefe und so weiter. Dieser Verachtung lagen schon vorhandene Stereotypen zugrunde, die wiederum durch die Arroganz allen Südvölkern gegenüber untermauert wurde. Die angebliche Hinterhältigkeit der Griechen wurde nicht nur als nach soldatischen Wertmaßstäben inakzeptable Kampftaktik, sondern auch als gesamtgesellschaftliche Tendenz eines in mehrfacher Hinsicht unzivilisierten Volkes diffamiert. Der Kommandant der 117. Jägerdivision, Karl von Lesmier, auf diesem Bild zu sehen, demonstrierte eine generelle Abneigung gegen die Griechen, die er pauschal als Sauvolk oder Dreckvolk von, Zitat, Nichttüren, Schiebern, Gaukler, Schwindler und Korrupteure bezeichnet. Die Zielsetzungen der nationalsozialistischen Herrschaft für den südosteuropäischen Raum gingen einher mit einem tief sitzenden rassenpolitischen Überlegenheitsgefühl auf Seiten der Mannschaften und zahlreicher Offiziere gegenüber den Balkanvölkern, was den Partisanenkampf in Griechenland ebenso brutal wie in Jugoslawien, in Polen und in der Sowjetunion machte. Neben den Terrormaßnahmen setzen die Okkupanten bei der Bandenbekämpfung, in Anführungszeichen immer, auf eine tiefgreifende Spaltungspolitik. Sie hoben die kommunistische Gefahr hervor, um die antikommunistischen Tendenzen des politischen Spektrums zu verschärfen und sie als Anwerbungsimpuls für die Bildung bewaffneter Verbände, die sogenannten Sicherheitsbataillone, Armatas Falias, ein Phänomen, das relevant für das ganze Europa war, klar, die gegen die Elas-Partisanen, so der kommunistischen Widerstand, angesetzt werden sollten. Diese Strategie stand im Einklang mit den umfassenden Anweisungen der deutschen, der nationalsozialistischen Diplomatie, laut denen mit Nachdruck immer wieder propagiert werden musste, dass die Sowjetunion, Zitat, die Entwicklung auf dem Balkan, Griechenland und Jugoslawien dahin treibt, um die englisch-amerikanischen Positionen abzulösen und eine kommunistische Herrschaft aufzurichten. In diesem Zusammenhang, geht der Bericht weiter, soll insbesondere der kommunistische Charakter der griechischen Bandenbewegung herausgestellt werden. Ende des Zitats. Diese Spaltung
wurde in die Mitte der Gesellschaft getragen und trug entscheidend zu der unwiderruflichen Polarisierung bei, die das Land wegen der innergriechischen Spannungen schon prägte. Je deutlicher sich der Sieg der Alliierten abzeichnete, nach 43 war das schon klar geworden, desto drängender stellte sich die Frage nach den politischen Perspektiven Griechenlands nach dem Krieg. Schon 43 war es zu Spannungen, wie schon angedeutet, zwischen den Widerstandsorganisationen gekommen, die auch die unter direktem britischen Einfluss stehende griechische Exilregierung im Nahen Osten erfassten. Das gegenseitige Misstrauen zwischen den beiden daraus aus diesen Spannungen entstandenen konkurrierenden Lagern, die EAM, die Nationale Befreiungsfront der Kommunisten einerseits, und eine bunte Konstellation von royalistischen und bürgerlichen Kräften andererseits, war tief genug, um die im Frühjahr 1945 zu bildende Regierung der sogenannten Nationalen Einheit zu untergraben. Der durch den Partisanenkrieg zur nationalen Macht gewordene kommunistische Widerstand, der EAM Erlass, stellte die gesamte politische Ordnung in Frage und stellte sich unmittelbar nach dem Abzug der Besatzungstruppen im Oktober 1944 gegen die mittlerweile als Schutzmacht der Exilregierung etablierte Briten. So ein Krieg zwischen linken Widerstandskämpfer und Briten und britischen Truppen. Auch ein Ausnahmefall in der Geschichte des besetzten Europas. Diese erste Phase des Bürgerkriegs, die sogenannten Dezemberereignisse, Dekembriana, auf der linken Seite zu sehen, auf diesem Bild einer blutig niedergeschlagenen Demonstration im Stadtzentrum Athen vor dem Parlament. Diese erste Phase, diese Dekembriana, endete mit der Niederlage der EAM Erlass und einem offenbar fragilen Konsens über die Normalisierung des politischen Lebens. Die Eskalation des Konfliktes ließ sich durch keinen Kompromiss verhindern. Der Bürgerkrieg zwischen einer neu gebildeten Partisanenarmee der Kommunistischen Partei und den Regierungstruppen einer Koalition bürgerlicher und royalistischer Fraktionen, der sich auch die Fraktion der Rechten der ehemaligen Kollaborateure angeschlossen hatte, setzte sich fast ununterbrochen bis 1949 fort und endete mit der endgültigen Niederlage der Linken. Jahrzehntelang sollte das politische Leben Griechenlands von der Erblast dieses brutalen Bürgerkriegs geprägt sein. Von den dauerhaften Folgen sollen die Verbannung der Kommunistischen Partei und die Tilgung ihrer Teilnahme am Widerstand aus dem nationalen Gedächtnis, die stillschweigende Rehabilitation der Kollaborateure und die Einflussnahme der Armee auf die politischen Angelegenheiten hervorgehoben werden. Bis zur Wiederherstellung der parlamentarischen Demokratie nach der Militärdiktatur von 67 bis 74 blieb die Erinnerung an die Kriegsjahre von vielen Verdrängungen geprägt, die bis vor einigen Jahren der Aufarbeitung der Kriegsvergangenheit entgegenwirkten. Nicht zuletzt aufgrund dieser Verdrängung bleibt die Besatzung im kollektiven Gedächtnis der Griechen noch immer tief eingebrannt und wird bis heute als Wendepunkt der Geschichte betrachtet. Zudem werden die Erinnerungen an die Jahre 41 bis 44 zur Legitimierung politischer Thesen instrumentalisiert, wobei einige so weit gehen, als zu behaupten, dass alle strukturellen bzw. innenpolitischen Defizite des heutigen Griechenlands direkt auf die Erfahrungen und Folgen der Kriegsjahre zurückzuführen seien. Bis vor kurzem waren akademische und öffentliche Diskurse fast immer von ideologisch aufgeladenen Themen wie der Widerstand und die Kollaboration überlastet, was dazu führte, dass andere schwerwiegende Aspekte der Kriegszeit wie der Holocaust in den nationalen Kriegsnarrativen marginalisiert wurden oder ganz unbeachtet blieben. Ein kleines Kommentar für das Bild hier rechts. Auf dem rechten Bild kennen Sie Soldaten eines Strafbataillons der griechischen Armee während des Bürgerkriegs sehen, die sich auf der Exilinsel von Makronissos befinden, unweit von Athen. Eine Insel, die zu einem Sonderlager für vorbestrafte Zivilisten und Strafsoldaten errichtet wurde.
Sie bilden einen Paternon-Modell im Rahmen der sogenannten politischen und nationalen Rehabilitierung. Die Erblast der Besatzungszeit bestimmte auch die deutsch-griechischen Beziehungen über mehrere Jahrzehnte und beeinträchtigt sie weiterhin. Bezüglich der Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht in Griechenland herrscht nach wie vor eine Ignoranz, die mit einer von oben gesteuerten Politik des Vergessens einhergeht. Im Feld der historischen, juristischen und politischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Herrschaft fand Griechenland wenig Aufmerksamkeit. Ein Erinnerungsdefizit, das auf die höhere Politik bzw. die im Rahmen des Kalten Krieges erfolgte Neuordnung der deutsch-griechischen Beziehungen zurückzuführen ist. Der griechische Staat der 50er und 60er Jahre war sowohl politisch als auch finanziell auf ein gutes Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschlands angewiesen, was eine Beseitigung aller störenden Faktoren voraussetzte, darunter die Kriegsverbrecherfrage und die Kriegsreparationen. Hier erkennen Sie der griechische Ministerpräsident Konstantinos Karamanlis mit Konrad Adenauer bei der Unterzeichnung eines Handelsvertrags Ende der 50er Jahre. Konstantinos Karamanlis als Ministerpräsident war auch der Chef der sogenannten griechischen, der griechischen CDU sozusagen. Seine Partei hieß die Nationale Radikale Union. Auch das Wort Union ist gleichlautend wie CDU. Und es gab immer ein gutes Verständnis zwischen den beiden Ländern wegen des geteilten realpolitischen Interesses im Rahmen des Kalten Krieges, der NATO-Koalition und so weiter und so fort. Die zur Aufklärung der deutschen Verbrechen in Griechenland eingesetzten deutschen Juristen leiteten ausnahmslos keine Strafverfolgung ein und stellten unter dem Vorwand der Verjährung alle entsprechenden Ermittlungsverfahren ein. Der deutsch-griechische Historiker und Experte für die Kriegs- und Nachkriegsgeschichte in Griechenland, Hagen Fleischer, hat die Formulierung der verharmlosenden Gedächtnispolitik wie folgt zusammengefasst. Zitat: Das Auswärtige Amt in Bonn hatte schon früh die Intention, auf die Liquidierung der Kriegserinnerung in den ehemals besetzten Ländern hinzuarbeiten, wobei in Griechenland die Voraussetzungen am günstigsten waren. Die mit Abstand stärkste Widerstandsorganisation der Besatzungszeit, die von den Kommunisten dominierte Nationale Befreiungsfront, die NDR, war im Bürgerkrieg 46 bis 49 der von den Westmächten unterstützten Mieterrechtskoalition unterlegen. Da sich im siegreichen Lager der extremistische Flügel durchsetzte, galt die Widerstandsidee per se als suspekt, wohingegen die ehemaligen Kollaborateure, griechischen Kollaborateure, in den nationalen Konsens integriert wurden. Unter den Vorzeichen des Kalten Krieges trafen sich Bonn und Athen im gleichen ideologischen Schützengraben. So gaben die Griechen etwa den diplomatischen und ökonomischen Druck des großen Partners nach und überstellten dessen Justiz die Verfolgung aller deutschen Kriegsverbrecher, was de facto deren Amnestierung gleichkam. Ende des Zitats. Das oben geschilderte Desinteresse an einer strafrechtlichen bzw. moralisch-politischen Aufarbeitung der Besatzungszeit sorgt weiterhin für Missverständnisse, die die Beziehungen zwischen den beiden Ländern grundlegend belasten. Die antideutsche Stimmung in Griechenland, die sich im Zuge der Wirtschaftskrise so gewaltig manifestiert hat, so in den letzten 10 Jahren, weist direkt auf die Narben der Besatzungszeit zurück, wobei die Verachtung vieler Deutscher gegenüber dem Schuldenstaat Griechenland nur im Hintergrund einer allgemeinen Unkenntnis vielen Deutschen über den Krieg in Griechenland zu begreifen ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Habe die Präsentation zugemacht. Ich hoffe, dass können Sie mich sehen. Ja, Ich es sehe. hat geklappt. Ich kann Sie gut sehen. Ich denke, die anderen auch.
Und ich möchte mich bedanken. Das war ein sehr, sehr dichter, sehr gehaltvoller Vortrag. Ich persönlich habe hier mehrere Seiten vollgeschrieben mit neuen Dingen, die ich von Ihnen jetzt erfahren habe. Das finde ich ganz wunderbar. Ich selber hätte ein paar Fragen, aber ich mag das gerne erstmal für unser Publikum öffnen. Im Chat hat zwischendurch niemand Fragen geäußert. Deswegen gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass eventuell Personen aus dem Publikum sich zu Wort melden. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier alle irgendwie draufkriege. Genau, gucken wir mal. Hier und da. Genau, also dann fange ich doch mal an. Also da scheinen Leute sich vielleicht noch durchringen zu müssen, eine Frage zu stellen. Also mag ich gerne beginnen. Vielleicht auch gleich mal mit einem weiter hinten liegenden Teil Ihres Vortrags angefangen. Ich fand das jetzt ja super spannend, dass Sie sagen, weil in diesem Bürgerkrieg 46 bis 49 quasi die Partisanen unterlegen sind gegen eine Koalition, die sich später dann wiederum mit den Kollaborateuren verbindet, was das dann sozusagen mit der griechischen Erinnerungskultur macht. So, ne? Also das finde ich sehr spannend vor dem Hintergrund, dass wir ja auch in Deutschland und nebenbei in allen anderen europäischen Ländern ja auch so eine Art von Widerstreit zwischen, naja, der Erinnerungskultur, die wissenschaftlich gestützt ist, die sich auf Fakten belegt und so weiter irgendwie ja, basiert. Und dagegen aber immer die Gegenerinnerungen arbeiten. Das sind in Deutschland dann sozusagen Altnazis und die Neonazis, die sich auf sie beziehen. Da finden ja auch permanent Umdeutungen statt. Und da würde ich gerne die konkrete Frage formulieren, wirkt sich das bis heute aus? Also ist das letztendlich, wer trägt jetzt zum Beispiel heute so Forderungen, diese Schuld, die Deutschland hat, irgendwie letztendlich noch einzulösen? Sind das dann tatsächlich Leute von der Union oder hat sich sozusagen die Linke erholt und ist jetzt eine gleichberechtigte Kraft? Wie stellt sich das dar? Das würde mich Ja, vielen Dank für Ihre facettenreiche Frage. Alle gründliche Sachen natürlich. Ja, man kann das nicht genug betonen, wie diese Erinnerung an den Bürgerkrieg, die Erinnerung an der Kriegszeit an sich, an die Besatzungszeit an sich, so völlig überschattet hat. Immer noch. Das politische Klima bleibt immer noch polarisiert und Geschichtsbilder aus dieser Zeit, aus den 40er Jahren, werden immer noch instrumentalisiert und die politische Debatte direkt mit einbezogen. Ich sehe das ganz klar als Ausnahmefall, dass Griechenland das einzige Land Westeuropas gehörte nicht zum sozialistischen, zum kommunistischen Lager. Es gehörte nicht im Ost, sondern im West. Das einzige Land in Westeuropa, wo der Krieg von einem brutalen Bürgerkrieg gefolgt würde, dass die Spannung und die bürgerkriegsähnliche Situation, die in allen besetzten Ländern festzustellen war, zu einem offenen, zu einer militärischen Konfrontation geführt hatte. Und dass durch diese Konfrontation die kollaborationistische Teil der Bevölkerung ganz, ganz in die politische Landschaft rehabilitiert bzw. integriert würde. Vielleicht ist Griechenland das einzige Land, wo Widerstand nach dem Krieg nicht nur heruntergespielt wurde, sondern sogar kriminalisiert. Zumindest der wichtigste Teil des Widerstands, quantitativ und qualitativ wichtigste Teil, der kommunistische Widerstand. So. Nicht nur wurde gar nicht heroisiert, sondern kriminalisiert. Und daraus entstand ein Kenntnisdefizit und eine tiefgreifende Verdrängung der Kriegsgegebenheiten. Über den zweiten Teil Ihrer Frage, ich habe sie nicht, ich würde, nicht klar verstanden, wer trägt die Schuld? Sie meinen, welche politische Akteure sind tätig bei der Kriegsreparation Forderungen? Ja, Wenn ich das richtig verstanden habe. ja.
Das war, wie gesagt, kein Diskussionsthema bis vor die 50er, 60er und 70er Jahre. Gar nicht. Das wurde untergraben von den machtpolitischen, realpolitischen Interessen und der Verbindlichkeiten Griechenlands mit der Bundesrepublik. Ich bin kein Experte für die Reparationsfrage. Ich muss das zugeben. Aber es ist mir klar, dass die Forderungen auf Reparationen oder auf die Entschädigungsfrage ist, war in Griechenland parteiübergreifend. Natürlich war in den 60er Jahren war nur die Linke, die solche Fragen aufgeworfen hatte. Aber nach der deutschen Wiedervereinigung in den 90er Jahren wurde auch von den Rechten, von der Nachfolgepartei, diese Union von Konstantinos Karamanlis, der Nea Dimokratia, neue Demokratie, die heute Regierung ausmacht, das wurde auch diese These vertreten. Dass es gibt eine offene Frage, was die Reparationszahlungen betrifft. Und das stieß immer wieder seither in den letzten 30 Jahren auf die hartnäckige Ablehnung der deutschen Seite. Die Hauptargument der deutschen Seite ist, dass es ist verjährt. Ja, genau. Das und damit wird auch gemeint, dass im Rahmen unserer guten Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland durch alle diese Jahrzehnte genug Geld in Richtung Griechenland zugeflossen sind. So, das macht so der deutsche Ansicht, der Regierung, deutsche Regierungsansicht, so das macht die ganze Reparationsfrage irrelevant. Ich verstehe, das ist natürlich ein perfides Argument, so, ne? Aber ja. Ja, auf jeden Fall zurückzuweisen, genau. Ich gucke noch mal ein bisschen in unser Publikum, da regt sich jetzt gerade nicht so viel. Ich denke, wer Lust hat, eine Frage zu stellen, kann gerne einfach das Mikrofon anmachen, dann sehe ich, es ist grün und dann haben Sie auch sofort das Wort. Danke aber für die Antwort, Herr Pandrinos. Ich würde gerne auch noch mal fragen, da war jetzt doch gerade eine Frage im Chat. Können Sie den Chat selber aufmachen, Herr Chandrinos? Ja, klar. Das ist unten ganz rechts. Und ich sehe, ich sehe die Frage. Ich sehe gerade die Frage. Nein. Soll ich die vorlesen? Ich würde mich freuen, wenn Sie die Bedeutung des Orchitags für die heutige griechische Gesellschaft noch einmal herausstellen können. Ja, das ist eine wichtige Frage. Das gilt auch als Witz zwischen Historikern in Griechenland. Warum feiern die Griechen den Anfang des Krieges und nicht das Ende des Krieges? Das ist die Spinne, die Griechen. Das ist ein komischer Anlass für einen nationalen Feiertag. Orchitag heißt, Orchi heißt neun auf Griechisch. Dieses Orchitag ist herauskristallisiert im griechischen kollektiven Gedächtnis als eine ruhmreiche Krieg. Alles zuerst, das hat damit zu tun, dass von allen Seiten der Bevölkerung, von allen sozialen Schichten und allen politischen Parteien, die wegen der Diktatur von Ioannis Metaxas unterdrückt worden waren. Es wurde dieser Abwehrkampf gegen die Italiener als ein durchaus gerechter Krieg wahrgenommen. Das war ein gerechter Krieg gegen einen durchaus ungerechteren Angriff. Der zweite Punkt ist, dass dieser erfolgreiche Abwehrkampf ein starkes antifaschistisches Gefühl ausgelöst hatte. Alle politische Kräfte, alle Gruppen, Leute, die sich unterdrückt von dem diktatorischen Regime, von dem faschistischen diktatorischen Regime fühlten, kämpften an der Front als Soldaten oder im Homefront, an der Heimatfront mit Begeisterung gegen die Italiener, da sie der Krieg, da sie die ideologische Dimensionen dieses Krieges
und des, der antifaschistische ideologischen Dimension dieses Kriegs wahrnehmen konnten. Und das hatte, und das, das, das war Anschlag, das war natürlich das erste Kapitel, das, der erste Schritt, was später während der Besatzungszeit zu einer starken antifaschistischen, von den Kommunisten geprägten Widerstandsbewegung umzumunzen wäre. Heute, der heutige Tag ist, ist sehr groß, hat eine immense Bedeutung. Nicht zuletzt, dass das war wegen, der, wegen des Bürgerkriegs, das war vielleicht von mehreren Griechen so wahrgenommen, das war der erste und das, das erste und das letzte Mal, dass sich die Griechen als eine nationale Einheit geschafft hatten im Rahmen dieses, dieses Abwehrkampfes. An den gleichen Schutzgraben kämpften Kommunisten, Sozialisten, Demokraten, Royalisten und so weiter und so fort. Und das erste und letzte Mal. Zum Beispiel Mai 1945, das 8. Mai oder das 9. Mai, hat in Griechenland gar keine Bedeutung. Keine Bedeutung. Ja, die Befreiung war ja in dem Sinne dann auch schon 44, ne? Das macht natürlich was mit dem ganzen Bild und so. Ja. Erst jüngst ist die, die Befreiung und auch das, ein Datum daraus entstanden. Das ist das, die, die Befreiung von Athen am 12. Oktober 1944. Das ist erst jüngst in den letzten 5 oder 6 Jahren durch, durch verschiedene Initiative zum Feiernlass geworden. Bis dahin hatte er auch keine Bedeutung als, als Datum oder als Merkmal des, des der kollektiven Erinnerung. Das ist auch viel sagen. Okay, wunderbar. Sehr spannend. Also kann ich das für mich gerade nochmal rekapitulieren? Also dadurch, dass man sich auf diesen Tag sozusagen des gemeinsamen Kampfes gegen die Italiener besinnt, entsteht sozusagen eine gemeinschaftliche Erinnerungskultur, aber heute erinnert sich niemand an den Bürgerkrieg? Wird das dadurch so ein bisschen verdeckt, dass man sagt, da waren wir noch alle gemeinsam gegen den richtigen Feind und das später ist sozusagen zu gegensätzlich, als dass man da einen gemeinsamen Gedenken oder ein Erinnern, sagen wir mal besser, daraus machen könnte? Das ist eine sehr gute und sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin gezwungen, das offenzulegen, dass die Gedächtnispolitik in Griechenland ist, ist noch schwach. Ein Gleichgewicht zwischen der Aufarbeitung der Kriegszeit und der Aufarbeitung des Bürgerkriegs ist noch nicht entstanden. Es ist die Denkmalpolitik auch hinkt hinterher im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt gar keinen Vergleich mit der Vergangenheitspolitik, mit der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Der Bürgerkrieg ist immer noch thematisiert worden. Es ist sehr, sehr tief ins kollektive Gedächtnis der Griechen eingebrannt. Es hat sich noch nicht eingependelt, würde ich sagen. Natürlich heilen sich die, die Narben allmählich, aber es ist immer noch ein großes Thema. Nicht zuletzt, weil verschiedene dunkle Seiten oder heikle Geschichte des Bürgerkriegs immer noch tabuisiert bleiben. Nicht mal besprochen wurden. Und es ist auch problematisch, ich kann das als Historiker, aber auch als junger Grieche feststellen, dass es ist ziemlich problematisch, die ganze kollektive Erinnerung der 40er Jahre an einem Tag zusammenzufassen. Das glaube ich, ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstreichen. Also hier in Deutschland hat man vielleicht manchmal schon ein bisschen einen Überfluss an Gedenktagen, weil wir ja Anfang des Jahres auch in loser Folge
eben die ganzen Befreiungen der Lager irgendwie in loser Folge zum Beispiel gedenken und das natürlich auch einen sehr großen Impuls auf die Gesellschaft hat und hatte und so. Ne? Und dann noch der 8. Mai und all das, das ist hier ja sozusagen, aber auch nicht unambivalent. Ne? Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, der 8. Mai, oh, wir haben verloren. Das ist ja ein bisschen schade, Engel, dass man sich nicht mal zu 100% auf Befreiung einigen kann. Aber gut, wo gibt es schon 100%? Ne? Das bringt mich aber zu vielleicht dann auch meiner letzten Frage. Und wenn die Herrschaften Publikum, da sehe ich schon so leichte Abschmelzbewegungen. Also rufe ich schon mal zur letzten Chance auf, Fragen an Herrn Chandrinas zu stellen. Aber ich habe noch eine. In den letzten Jahren habe ich mitgekriegt noch aus Griechenland, da gab es auf einmal so eine rechtsextreme Bewegung, goldene Morgenröte, so etwas in der Art, irgendwie glaube ich. Und ja. Die sind ja ziemlich groß geworden. Die sind dann auch ins Parlament eingezogen, meine ich. Und dann sind die aber jetzt vor relativ kurzer Zeit verboten worden, weil aus diesem Kreis massivst auch Extremismus begangen wurde. Da würde mich jetzt interessieren, gibt es da eine Erzähllinie, die man da aufgegriffen hat, sozusagen von rechtsextremer Seite? Assoziiert man sich da mit irgendeiner Richtung in diesem Bürgerkrieg? Hat das irgendeinen Widerhall gefunden? Also woher kam diese rechtsextreme Bewegung? Das würde mich noch interessieren. Das ist auch eine gute Frage. Vielleicht es hätte das ist eine Frage für die Politikwissenschaftler vielleicht. Ja. Noch nicht für Historiker, weil das ist es ist zeitlich noch nah. Es ist noch nicht aufarbeitet also worden. Ich mag das vielleicht noch ergänzen. Ich erwarte von Ihnen ja auch keine Gesellschaftsanalyse. Ich wollte nur wissen, auf Basis von Ihren Kenntnissen jetzt über die Vergangenheit, gibt es da sowas wie Erzählfiguren, sage ich mal, die heute von der rechtsextremen Seite aufgegriffen werden? Jetzt zum Beispiel in Deutschland kann man halt sehen, dass Antisemitismus immer mal wieder in der ein oder anderen neuen Worthülse wieder neu versucht wird, hoffähig zu machen. Auch so Überbleibsel aus der Ideologie des Nationalsozialismus findet man öfter mal in so Sprache oder in Slogans, auch gerade auf der rechten Seite. Da hätte mich jetzt interessiert, hat diese Krisi Agvi, entschuldigen Sie meine Aussprache, Goldene Morgenröte, haben die da irgendwie einen Bezug selber hergestellt? Also erkennt man in der Politik dieser rechtsextremen Gruppe Erzählfiguren aus der Vergangenheit? Vielleicht so gefragt. Ja, dieser Erfolg dieser Partei, der Goldenen Morgenröte, war ein Schock für die meisten Griechen vor 10 Jahren oder 2012, bei den Wahlen von 2012. Er ist zur dritten Partei im griechischen Parlament geworden. Und es wäre so geblieben, wenn diese gewisse Partei einen nicht so starken nationalsozialistischen Charakter hätte. Das heißt, dass ein Teil seiner Rhetorik, seiner ultrarechten Rhetorik, war schon salonfähig geworden. Weil er hatte auch einen Widerhall an mehreren Parteien und Flügeln des politischen Spektrums, die auf der ultrarechten Seite standen. Antikommunismus, Nationalismus, und alles, die auch schon zum Mainstream gehörten. Okay. Aber sie war zu radikalisiert, um toleriert zu werden. Deswegen wurde sie verbannt und die Hauptfiguren und Mitglieder schon vor Gericht gebracht und verurteilt. Aber ja, das Narrativ und die Erzähllinie dieser Morgenröte nahm direkten Bezug auf den Bürgerkrieg. Sie griffen direkt auf Geschichten aus den 40er Jahren auf. Ich meine, sie machten daraus, sie organisierten ein großes Fest, die in den letzten Jahrzehnten grauenbedeutend marginalisiert worden war, ein lokales Fest zum Andenken einiger Opfer der kommunistischen Partisanen,
Und zwar einige Sicherheitsbataillonisten, so Kollaborateuren mit den Deutschen im Peloponnes, die an den Tagen des deutschen Abzugs von Griechenland von den Partisanen angegriffen worden waren und massenweise hingerichtet worden waren. Es gab viele Tote und daraus entstand eine lokale Gedenkkultur der Rechte, der Ultrarechte. Und diese Morgenröte hat direkten Bezug auf diesen Anlass, auf dieses Ereignis genommen und daraus eine große Geschichte machte. So, es gibt einen direkten Bezug. Und es gab so viele Sachen und so viele Kräfte, die quasi im Untergrund standen während der 80er und der 90er Jahre und wegen der Wirtschaftskrise gewalttätig und zutage gefördert würden. Ein interessanter Teil des Narrativs, des rechten Narrativs in Griechenland, und das ist auch sehr interessant für uns Historiker, insbesondere für diejenigen, die sich mit der Erinnerungskultur beschäftigen, ist, dass wobei die Linke im griechischen Bürgerkrieg verloren hatte, hat versucht und Erfolg hatte, sein Narrativ, so ein linkes Narrativ, durchzusetzen. Es ist so formuliert, es ist formuliert als die ideologische Hegemonie der Linke in Griechenland. Es wurde so diffamierend ausgesprochen. Also, obwohl die Linke verloren hat, das dominante Narrativ über die Kriegszeit ein linkes Narrativ ist, so sagen die Rechten. Und das hat auch damit zu tun mit den politischen Ereignissen der 80er Jahre, der sozialistische Regierung von PASOK, nicht ganz sozialistisch, sondern sozialdemokratischen Regierung von PASOK durch die 80er Jahre, die zum großen Teil durch eine gezielte Gesetzgebung, eine erinnerungskulturell empfindliche Gesetzgebung, viele Narben des Bürgerkriegs beseitigt konnte. Zum Beispiel die Rehabilitation der armen Widerstandskämpfer. Bis 82, das ist wichtig zu begreifen, das ist für mich sehr, sehr wichtig, bis 82 waren die Widerstandskämpfer, die kommunistischen Widerstandskämpfer, die RAM-Mitglieder in Griechenland nicht mal gesetzlich als Widerstandskämpfer anerkannt. Sie hatten keinen Anspruch auf eine Pensionierung. Bis 82. Und durch eine Gesetzgebung wurde das beseitigt. Eine Rehabilitation des linken Widerstands sozusagen, die auf heftige Proteste der Rechte gestoßen hatte. Also es gibt Kontinuitäten, es gibt gewisse Kontinuitäten, das wollte ich sagen. Ja, danke. Nicht aus freiem, goldene Morgenröte ist nicht aus, soll ich das formulieren, nicht aus freiem Himmel gefallen. Natürlich, es gibt eine Vorgeschichte, da bin ich sicher. Das ist sehr spannend, ja. Danke, Jean-Renaud. Ja, ich würde sagen, die Fragen aus dem Publikum sind nicht so zahlreich. Das würde ich aber auch dem zuschreiben, dass Sie einen sehr gehaltvollen Vortrag gehalten haben und da vielleicht gar nicht so viele Fragen zum eigentlichen Thema Besatzungszeit in Griechenland irgendwie offen geblieben sind. Auch da habe ich sehr viel Neues noch entnommen. Mir war zum Beispiel auch nicht klar, dass diese Ausplünderungslogik, die man aus der Sowjetunion oder anderen Ländern kennt, tatsächlich in Griechenland auch so krass sich ausgewirkt hat und die vielen Hungertoten. Die Verfolgung der Juden war mir klar, aber dass sich das auch so heftig gegen die Zivilbevölkerung dort gerichtet hat, das war mir nicht ganz klar irgendwie und so. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Hintergrund für die weiterhin bestehenden Entschädigungsforderungen. Das verstehe ich zumindest gut. Herr Chandrinos, möchten Sie dem Publikum noch ein Abschlusswort geben? Dann würde ich Ihnen da natürlich gerne die Möglichkeit geben. Ich möchte nur nochmals vielen Dank sagen und mich für die Einladung ganz herzlich bedanken und Sie persönlich, Herr Mischuk, für die Moderation und für die spannenden Fragen. Und ja,
Das war alles. Ich hoffe, das war verständlich genug. Ich versuche das Ganze zusammenzufassen und mit Hilfe einiger Bilder das Greifbare zu gestalten, sozusagen. Und ja. Wir sollten alle für eine gegenseitige Gedenkarbeit, eine gegenseitig tiefgreifendere Gedenkarbeit kämpfen. Das wollte ich sagen. Herr Chandrinas, da sind wir uns definitiv einig. Unser Ort steht auch genau für das, für Multiperspektive, für Erinnerungskultur, für Lernen aus der Vergangenheit, indem man sich mit den Dingen konfrontiert, die real passiert sind. Und da haben Sie uns bezüglich des Themas des Vortrags und bezüglich Griechenland heute weitergebracht, finde ich. Das war ein sehr guter Vortrag und das war ein sehr guter roter Faden, den ich sehr gut verstanden habe. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Danke Ihnen, Herr Chandrinas. Danke an alle Beteiligten. Sie sehen, der Applaus kommt in den begrenzten Möglichkeiten, wie das online geht. Ich mag mich da nochmal anschließen. Und ja, mag alle Beteiligten darauf hinweisen, es gibt natürlich die Gedenkstätte Alem weiter, auch in Zeiten der Pandemie. Wir hoffen, auch irgendwann wieder Publikum empfangen zu können. Ansonsten nehmen Sie gerne unsere Online-Angebote wie dieses hier wahr. Gucken Sie gerne auf der Internetseite und sagen Sie es auch gerne weiter. Ich danke allen Beteiligten für die Anwesenheit und verabschiede mich. Bleiben Sie gesund. Einen schönen Abend. Herr Chandrinas, brauchen Sie noch Informationen bezüglich der Rechnung des Vertrags oder dergleichen? Dann könnten Sie gerne noch hier ein bisschen bleiben. Sind Sie informiert? Eine konkrete Frage habe ich nicht. Vielleicht schicke ich Ihnen morgen. Ich habe schon alle Unterlagen von Herrn Lippert bekommen, schon seit Monaten. Ja, Wie genau. soll das laufen? Was als nächster Schritt? Ich verlasse mich auf Ihre Hinweise. Genau, also Sie können im Prinzip diese Dinge ausdrucken. Warten Sie mal gerade, ich stoppe jetzt mal gerade die Aufzeichnung.